Jetzt starten auch die Jungs von Boyzone ganz offiziell in Deutschland ihr Comeback. Nachdem die irischen Sunny Boys bereits in England erfolgreich durchgestartet sind, soll es nun auch hierzulande zur Sache gehen. Am liebsten so erfolgreich wie damals in den 90er Jahren. Aus den Jungs sind inzwischen Männer geworden und auch die Fans sind mitgewachsen. Man kann jetzt mit den Fans ganz normal reden. Damals waren sie einfach nur verrückte Teenager. Nun kann man sich richtig intelligent mit ihnen unterhalten. Man kann über das Leben sprechen. Wir sind nun ein Alter und auch die Mentalität entspricht einander. Es ist wirklich sehr schön. Ihre Soloaktivitäten haben die Sänger erst einmal auf Eis gelegt. Auch Frauenschwarm Ronan Keating. Auch ich bin voll und ganz bei Boyzone mit dabei und gebe alles. Es macht mir riesen Spaß. Wir fünf haben einfach einen sehr guten Draht zueinander. Fantastisch. In Berlin gaben Boyzone erst einmal ausgiebig Interviews. Auf ihren Besuch in der Hauptstadt haben sie sich sehr gefreut. 8 Jahre lang sind wir nicht hier gewesen. Es ist einfach fantastisch, durch die Stadt zu gehen und zu sehen, was alles passiert ist. Es hat sich so viel verändert. Auch bei Boyzone ist viel passiert und natürlich haben die Jungs auch frische Musik mitgebracht.